GrazCast präsentiert Business. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GrazCast Business. Wir sind heute wieder zu Gast bei der Holding Graz und interviewen Andreas Scholmosch. Er ist mitverantwortlich für die Öffis in Graz und wir wünschen euch jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung beim Interview. Sehr geehrter Herr Diplom-Ingenieur Scholmosch, danke, dass Sie uns zu sich eingeladen haben in einen der vielen Standorte der Holding in Graz. Und bevor wir jetzt ins Interview starten, würde der Tobias Sie noch kurz mit ein paar Worten vorstellen. Diplom-Ingenieur Andreas Scholmosch ist Verkehrsexperte und mitverantwortlich für den öffentlichen Nahverkehr in Graz. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums für Maschinenbau mit Fokus auf Verkehrswesen durchlief Andreas Scholmosch verschiedenste Stationen in den Grazer Verkehrsbetrieben. Heute ist der gebürtige Grazer Spartenbereichsleiter für Planungsmanagement und Infrastruktur bei der Holding Graz sowie Geschäftsführer der MUM. Das steht für moderne urbane Mobilität und ist eine 100% Tochter der Holding Graz, die moderne, innovative Mobilitätssysteme untersucht bzw. von Experten untersuchen lässt. Sehr geehrter Herr Diplom-Ingenieur Scholmosch, Sie sind gebürtiger Grazer, leben aber in Leibniz. Fühlen Sie sich dort denn überhaupt zu Hause, ganz ohne BIM und Stadtbus? Fühle ich mich schon zu Hause. Leibniz ist ja sehr gut erschlossen, auch über die Schiene mit der S-Bahn. Da braucht es jetzt in Leibniz selbst keine Straßenbahnen. Busse fahren natürlich auch in Leibniz, aber die Distanz ist ja so kurz und das ist für mich durchaus okay so. Was würden Sie sagen, macht die Sparte Planungsmanagement und Infrastruktur der Holding Graz so besonders? Ja, das Besondere daran ist, dass wir an Maßnahmen und Konzepten für die Zukunft arbeiten. Das heißt, wir prägen mit unserer Planung die Zukunft der Stadt. Wie attraktiv ist denn Graz als Stadt, beziehungsweise wie vielleicht auch herausfordernd, ist Graz als Stadt, um moderne, innovative Verkehrskonzepte umzusetzen? Graz ist ja als Wissenschaftsstandort und als Industriestandort ja prädestiniert für Innovationen und innovative Systeme. Und gerade als historische Stadt mit dem Stadtkern, der unter Denkmalschutz steht, und ja seinerzeit nicht gerade für den Verkehr von heute gebaut wurde, geplant und gebaut wurde, braucht es innovative Systeme, weil einfach Graz in vielen Bereichen nicht veränderbar ist. Und man muss mit den Strukturen, die eben da sind, arbeiten. Städte auf anderen Kontinenten, die am Reißbrett entstehen, schauen natürlich ganz anders aus. Aber ich glaube, das macht der Graz so lebenswert, das historische Ambiente und moderne Verkehrssysteme beispielsweise. Sie haben jetzt eh schon die Optik der Stadt angesprochen. Was würden Sie sagen, wie trägt Ihre Sparte jetzt zur Prägung des Stadtbilds bei? Ja, ganz, ganz massiv, weil ja die öffentlichen Verkehrsmittel an 365 Tagen im Jahr sichtbar sind und damit das Stadtbild prägen. Während Autobusse quasi nur so auftauchen und wieder verschwinden, ist ja gerade das Schienennetz etwas, was permanent sichtbar ist. Und auch Haltestellen im öffentlichen Raum sind quasi ständig wahrnehmbar und sichtbar. Und so prägen wir das Stadtbild mit. Wir kommen jetzt zur ersten Runde zur ersten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. Das haben wir zweimal in unserem Format. Einfach spontan drauf los. Auto, Öffis oder Fahrrad? Öffis. Frühaufsteher oder Abendmensch? Abendmensch. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Schlossbergbahn. Punschtrinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Punschtrinken. Kasematten oder Dom im Berg? Kasematten. Und Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Nur mit. Was fasziniert Sie persönlich denn am Thema öffentlicher Verkehr? Ja, mich fasziniert das Eisenbahnwesen mit der Technik, die dahinter steckt, quasi schon seit meiner Kindheit. Und darum bin ich dem auch im Studium treu geblieben und jetzt bei meiner Berufswahl. Und es ist ein wesentlicher Beitrag, gerade in Zeiten wie diesen, wo man über Klimawende und Mobilitätswende spricht. Da kann man dann am öffentlichen Verkehr einfach nicht vorbei. Das ist ein wesentlicher
Bestandteil für beides. Lassen Sie uns über Ihr Team sprechen, das Sie leiten bei der Holding Graz. Ihr Team zeichnet sich ganz besonders durch folgende drei Eigenschaften aus. Naja, durch Flexibilität, weil die Anforderungen ständig wechseln. Teamfähigkeit, weil einer alleine schwer was anpacken kann, gerade bei der Infrastruktur. Und natürlich Innovation, weil wir einfach nicht nur dem Stand der Technik entsprechen müssen, sondern auch darüber hinaus schon Gedanken einsetzen, wie es weitergehen wird. Und was würden Sie sagen, ist jetzt persönlich, aber auch im Team Ihre größte Schwäche? Ich bin zu gutmütig. Sympathische Schwäche. Welche Eigenschaften schätzen Sie denn an richtig guten Mitarbeitern? Entsprechender Einsatz für das Unternehmen, Loyalität und Teamgeist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das passt natürlich auch noch, was bei uns wichtig ist, auch die Bereitschaft an der Weiterentwicklung, wissensseitig von den Funktionen her, dass man einfach mehr will und sich mit dem, was man hat, nicht sofort zufrieden gibt. Und was genau heißt gute Führung für Sie? Gute Führung heißt, dass man delegieren kann, dass man quasi nicht selber alles macht, sondern Leute hat, auf denen man Arbeit abladen kann und denen auch das Vertrauen mitbringt, dass sie das machen und gerne machen. Das ist für mich ganz, ganz wesentlich. Und die größte Herausforderung als Führungskraft ist es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitsfähig zu machen. Das heißt, ihnen die Ressourcen zu geben, die sie fürs Arbeiten brauchen, sie zu unterstützen, wenn sie wo anstehen und sie natürlich auch belohnen oder mit Lob aussprechen, wenn sie ihre Aufgaben zufriedenstellend meistern. Sie waren ja viele Jahre am Sonderprojekt zur Dekarbonisierung der Busflotte beteiligt. Wie kann denn der öffentliche Nahverkehr der Zukunft noch klimafreundlicher gestaltet werden? Naja, das Projekt beschäftigt mich auch jetzt noch. Also die Vergangenheitsform passt jetzt nicht. Aber bei der Straßenbahn ist es einfach. Die fährt ja seit über 100 Jahren elektrisch. Die Busse haben natürlich jetzt nur das Thema mit den Dieselmotoren. Und da arbeiten wir daran, diese durch emissionsfreie Antriebe für die Zukunft vorzubereiten. Es geht nicht von heute auf morgen. Es gibt verschiedene Technologien, die man vergleichen muss, die man testen muss. Es gibt ja batteriebetriebene Busse, es gibt Busse mit Wasserstoff und Brennstoffzelle als Energiemedium. Da sind wir dabei, entsprechende Testbetriebe einzurichten, das zu vergleichen und dann die Weichen für die Zukunft zu stellen. Jetzt kommen wir zu einem harten Themenbruch, aber wenn Sie heute nicht das beruflich tun würden, was Sie tun, was wäre denn ein alternativer Karrierewunsch gewesen? Ja, ich glaube, vom Schienenverkehr wäre ich nicht wegzureißen gewesen. Es wäre halt dann wahrscheinlich ein anderes Verkehrsunternehmen geworden, vielleicht die ÖBB oder was auch immer. Wir kommen zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. GRK oder Sturm? Sturm. 80-10 oder 80-20? 80-55, das ist meine Grazer Wurzel. Bier oder Wein? Wein. Aufsteirern oder Grazathlon? Aufsteirern. Plabutsch oder Schöckel? Plabutsch. Sagt man der oder das Teller? Der Teller. Wenn Sie in Ihrer derzeitigen Funktion bereits 10 Jahre früher gewesen wären, was hätten Sie anders gemacht? Nix. Sage ich einmal, hätte ich anders gemacht. Man gibt ja immer das Beste und die Entscheidungen, die man trifft, sind zum Zeitpunkt, wo man sie getroffen hat, immer die besten gewesen. Jetzt rückblickend zu sagen, man hätte irgendwas anders machen sollen, ist schwierig zu beantworten. Aber nachdem wir in den letzten Jahrzehnten quasi permanent an einem Ausbau und an der Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs gearbeitet haben, und da entsprechende Leistungen auf den Tisch legen können, kann so viel nicht falsch gewesen sein. Um vielleicht in die Zukunft zu blicken, welche Themen, Pläne oder auch Herausforderungen
forcieren Sie denn in den nächsten 2-3 Jahren ganz besonders? Ja, die Schlagworte sind schon gefallen. Es geht um die Mobilitätswende und Klimawende. Das, was wir brauchen, ist noch mehr an öffentlichem Verkehr. Natürlich gemeinsam mit den anderen Verkehrsmitteln des Umweltverbundes, das heißt Radfahren und zu Fuß gehen. Und so schmerzhaft es vielleicht klingen mag, aber es wird zukünftig ein weniger an Autofahren geben müssen, um eine wachsende Stadt, und ich gehe mal davon aus, dass dieses Wachstum weitergeht, lebensfähig und lebenswert zu halten. Und öffentlicher Verkehr braucht natürlich einen bestimmten Raum, Flächen, und die wird man unter Rücksichtnahme der historischen Rahmenbedingungen, die wir haben, in irgendeiner Form schaffen müssen. Die folgende Frage haben Sie mehr oder weniger eh schon des Öfteren beantwortet, aber trotzdem noch einmal ganz kompakt. Auf was kommt es in Ihrer Sparte konkret an? Es geht darum, dass wir eben Konzepte und Maßnahmen planen und vorbereiten, bewerten, die jetzt für die nächsten Jahre wesentlich und erforderlich sind. Damit verbunden sind auch entsprechende monetäre Bewertungen, die es dann den Gebietskörperschaften, dem Unternehmen ermöglichen, das auch in finanzielle Planungen aufzunehmen, Förderquellen oder Co-Finanziers aufzutreiben, weil ja vieles aus eigener Kraft nicht stemmbar ist. Und für die Maßnahmen, die wir planen, bedarf es dann auch entsprechender Gremialbeschlüsse, nicht nur im Unternehmen, sondern gerade auch im Gemeinderat. Und für das alles erarbeiten wir die Grundlagen. Natürlich auch in enger Kooperation mit den städtischen Stellen. Das heißt, wir sind da in einem permanenten Austauschprozess. Das Ganze nennt sich Masterplan öffentlicher Verkehr, wo wir mit den städtischen Abteilungen und wo es notwendig ist, auch mit Dienststellen des Landes diese Vorarbeiten leisten. Das Ziel von dem, was wir hier tun, ist nicht nur interessante Persönlichkeiten wie Sie zu interviewen und vorzustellen, sondern auch den Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, leichter mit diesen Personen in Kontakt zu kommen. Und daher die direkte Frage an Sie: Wie kommt man denn mit Ihnen ins Gespräch? Am besten per Mail. Wir könnten jetzt noch viele weitere Fragen stellen, aber wir sind tatsächlich jetzt schon am Ende. Also Herr Diplom-Ingenieur Scholimosch, danke für Ihre Zeit, danke, dass wir da sein durften und für die ganzen Ausführungen, die sehr spannend waren. Danke. Gerne. Das war unser Interview mit Andreas Scholimosch. Wir hoffen, das Interview war interessant, unterhaltsam und ihr konntet viel daraus mitnehmen. Wir freuen uns über Feedback, über euer Like, über euer Teilen, über die sozialen Netzwerke und vor allem, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Grazcast. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei Grazcast.